mit uns gemeinsam zu diskutieren. Was soll ich denn sagen? Ein kleiner organisatorischer Hinweis nur noch zu Beginn. Wir sollten reden von generellen demokratischen Werten. Also zwei Dinge. Die Gesellschaft hatte noch nie eine so hohe Kommunikationsfähigkeit. Na, wenn ich nicht weiß, was das ist. Und sie hatte noch nie eine so hohe Organisationsfähigkeit. Ich verwehre mich aufs Schärfste. Das Klima ist im Land vollkommen zu vergiften. Ich möchte nicht, dass meine Daten irgendwo anders gespeichert sind. Eine komplexere, inhaltliche Darstellung. Solltest du mit Unschuldsvermutung zu tun, wenn du die Daten im Vorhinein sammeln? Die Angst ist ja das Dominierende in der Innenpolitik. Und dann sagt, okay, der Grund dafür sind eben der überbordende Sozialstaat. Man muss jetzt sparen, man muss auch endlich jetzt privatisieren. Wir senden live. Das Alte ist schon zum Teil weg, aber wir wissen überhaupt nicht, was stattdessen kommt. Großartigen Erfindungen, die uns zunehmend beherrschen. Unser ganzes Leben schon beherrschen. Wo sind wir hier? Sag kurz, gell? Wir sind im Hof des Freunde Schützenhauses, ja? Wo gerade ein Flohmarkt stattfindet. Wie kann man die Politiker dazu bringen, dass sie für die Zukunft auch denken? Das fordern wir! Die ökologische Nachhaltigkeit, die soziale Nachhaltigkeit und auch die ökonomische Nachhaltigkeit. Es braucht eben eine Anwaltschaft von der Zivilgesellschaft für Themen, die über kommerzielle Interessen hinausgehen. Welches Bild wird in den Medien zurzeit evoziert? Wer soll sich das anschauen? Wer soll sich da zwei Stunden zuhören? Ich will den Menschen politisch engagieren. Also bitte, geben Sie uns die Chance, warten Sie, bis ich den ersten Blödsinn mache und dann schimpfen Sie. Danke. Thank you.